Hallo und willkommen zu meinem ersten Tutorial zum Spiel Hunt Showdown. Kurz ein paar Worte vorweg, ich versuche die Tutorials möglichst kurz zu halten, aber hoffentlich noch genug brauchbare Informationen hineinzupacken. Mit Sicherheit hat der ein oder andere von euch mehr Erfahrung, ich würde mich da riesig freuen, wenn ihr die mit uns teilen würdet. So, falls euch das Video gefällt, dann lasst ein Like da, super wäre ein Abo. Falls ihr noch Fragen, Anregungen und oder Tipps habt, dann haut einfach einen Kommentar raus. Ich danke euch und nun los geht's mit dem Tutorial. Was erwartet euch in diesem Tutorial? Heute erfahrt ihr einiges darüber, wer das Spiel entwickelt hat, um was es in diesem Spiel geht, warum Geräusche so wichtig sind, etwas über die zwei Spielmodi. Weiterhin verliere ich ein paar Worte zu den Belohnungen sowie zu den Challenges. Entwickelt wurde bzw. wird das Spiel von Crytek, die unter anderem für ihre Far Cry-Reihe bekannt sind. Anfänglich von Crytek US entwickelt und im Juni 2014 kurz vorgestellt, wurde die weitere Entwicklung aus finanziellen Gründen nach Frankfurt ins Crytek Hauptquartier verlegt. Das Spiel wurde dann nochmals im Mai 2017 vorgestellt und soll 2019, also noch in diesem Jahr, released werden. Aktuell könnt ihr es euch auf Steam als Early Access Version für ca. 30 Euro kaufen. Die Handlung des Spiels versetzt uns ins Jahr 1889 nach Louisiana. Dort machen albtraumhafte Monster und Zombies die Gegend unsicher. Deine Aufgabe ist es nun, diese Kreaturen und deren Obermacker, zwei Bosse, die Spinne und den sogenannten Schlachter, zu töten. Du spielst entweder allein, mit deinem Partner, den du ins Spiel einladen kannst, oder mit einem zufällig ausgewählten Mitspieler. Aber Achtung, es geht nicht nur um das Töten der Monster allein, sondern du musst auch immer auf der Hut vor den anderen Jägern sein. Ein sehr wichtiger Punkt sind Geräusche. Sie sind sogar so wichtig, dass ich sie hier als erstes erwähnen möchte. Denn dein Überleben hängt unter anderem stark von allen möglichen Geräuschen ab. Achte also darauf, selbst so wenig wie möglich davon zu machen und gleichzeitig auf die Geräusche, die die anderen Hunter machen, zu hören. Seien es nun Tritte in Blechdosen oder Glasscherben, aufgescheuchte Vögel oder bellende Hunde. Selbst beim Schleichen macht man das ein oder andere Geräusch. Dies ist für mich der Punkt überhaupt, der das Spiel so extrem spannend macht. Kommen wir nun zu den Spielmodi. Der erste davon nennt sich Quick Play. Das ist ein Solo-Spiel. Du verlierst hier deinen Hunter nicht. Außerdem kannst du hier vier Hinweise suchen und musst dann noch eine gewisse Zeit durchhalten, bis du siegreich aus dem Spiel entkommen kannst. Aber aufpassen, auch hier sind gegnerische Hunter unterwegs, die dich davon abhalten wollen. Außerdem spielst du gegen die Zeit. In der linken oberen Ecke siehst du ein kleines Symbol, das dir deine noch verbleibende Zeit in Sekunden anzeigt. Bosse, die du töten musst, sind in diesem Modus nicht vorhanden. Wichtig zu erwähnen, du findest in diesem Modus unterwegs alle möglichen Ausrüstungsgegenstände. Auch andere Waffen, die du gegen deine aktuellen Waffen austauschen kannst. Dieser Modus ist daher gut geeignet, um erste Erfahrungen mit den Waffen und der Ausrüstung zu sammeln. Er macht allerdings bei weitem nicht so viel Spaß wie ein Spiel, das man zusammen mit einem guten Freund zockt. Deshalb kommen wir nun zum zweiten Modus. Der nächste Modus nennt sich Bounty Hunt. Diesen Modus spielst du entweder allein oder im Team. In der Regel brechen bis zu 5 Zweierteams auf. Es befinden sich also theoretisch immer 10 Spieler auf der Map. Allerdings weiß ich nicht, wie es sich verhält, wenn Solospieler ins Match kommen. Ob dann mit anderen Solospielern aufgefüllt wird, so dass man immer 10 Spieler auf der Map hat, oder ob das Match nach Ablauf der maximalen Wartezeit einfach mit der bis dahin gefundenen Anzahl an Spielern startet, weiß ich nicht. Falls ihr Näheres darüber wisst, dann lasst es mich bitte wissen. Ein Dankeschön dafür schon mal vorweg. Aber Achtung, ab Rang 15 kann dein Hunter hier sterben, wenn er von einem Monster, einem gegnerischen Hunter oder vom eigenen Partner getötet wird. Außerdem kannst du dich selbst aus Versehen um die Ecke bringen, zum Beispiel mittels unglücklich platziertem Dynamit. Also aufpassen, denn verlierst du das Match, dann ist alles weg. Dein Hunter, deine Ausrüstung, alles. Naja, fast alles. Du bekommst noch ein paar Erfahrungspunkte, allerdings nur die Hälfte der gesamten im Match gesammelten Punkte. Als Strafe sozusagen, weil du deinen Hunter verloren hast, als ob das nicht schon Strafe genug wäre. Wichtig ist es daher, immer genug Geld auf der hohen Kante zu haben. Als kleiner Tipp, falls euch das Geld ausgeht, dann spielt ein paar Runden Quickplay. Da ihr in diesem Modus nichts verliert, kann man sich leicht den ein oder anderen Dollar erspielen. Kommen wir nun zu dem Wichtigsten, die Belohnungen. Gewinnst du das Match, erhältst du alle gesammelten Erfahrungspunkte für deinen Rang. Dein aktueller Rang wird dir oben links angezeigt. Wie viel dir noch zum nächsten Rang bleibt, siehst du in der sogenannten Blutlinie. Dein Rang ist, soweit ich es verstanden habe, eine Art accountbezogener Rang. Weiterhin kannst du jeden einzelnen deiner Hunter leveln, sollte er es heil aus der Bounty rausgeschafft haben. Leveln kannst du diesen bis maximal Stufe 50.
Weiterhin bekommst du ein paar Dollar als Belohnung sowie ein paar Eigenschaftspunkte, mit denen du dann bis zu 15 spezielle Perks für deinen Hunter freischalten kannst. Hast du diese Perks einmal vergeben, bleiben sie vergeben. Du kannst sie nicht auswechseln oder entfernen. Mit dem Geld kannst du dir neue Hunter sowie benötigte Ausrüstung kaufen. Aber aufgepasst, stirbst du zu oft, dann kann das schnell ins Geld gehen. Zum Glück besteht immer die Möglichkeit, dir einen Hunter for free zu holen. Der ist zwar recht schwach und schlechter ausgestattet, aber gerade am Anfang sollte man reichlich davon Gebrauch machen. Übrigens, in deiner Liste kannst du maximal bis zu 5 Hunter aufnehmen. Noch ein paar Worte zum Rang. Bei Rang 100 ist übrigens Schluss mit dem Leveln des Rangs. Allerdings kann man seinen Rang zurücksetzen und von vorn beginnen. Dabei steigert man dann seinen Prestige-Rang. Hast du Prestige-Rang 1 erreicht, dann geht's danach weiter mit Prestige-Rang 2 und so weiter. Ob mit dem Zurücksetzen des Rangs auch deine bis dahin freigeschaltete Ausrüstung erneut freigespielt werden muss, kann ich noch nicht sagen, da ich selbst noch nicht Rang 100 bin. Vielleicht weiß jemand von euch da mehr und kann uns dazu etwas in den Kommentaren hinterlassen. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Abschließend noch ein paar Worte zu den Nebenaufgaben. Man bekommt eine tägliche sowie eine wöchentliche Herausforderung, für deren Erfüllung man Ausrüstung und/oder Geld bekommt. Diese Aufgaben gestalten sich nach folgendem Schema: Extrahiere 10-mal das Token der Spinne oder töte 30 Höllenhunde. Das war's auch schon. Jo, das war's erstmal. Nach so viel Gerede heute geht es in den nächsten Tutorials dann hoffentlich mehr ins Praktische. Ich danke euch jedenfalls sehr fürs Zuhören. Allen, die sich das von Anfang bis Ende angehört haben, gratuliere ich und hoffe, dass die Ohren nicht zu stark bluten. Weiterhin hoffe ich, dass ich euch einige offene Fragen beantworten konnte. Falls euch das Tutorial gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da. Wer mich abonnieren möchte, kann dies sehr gern tun und hat meinen ewigen Dank verdient. Habt ihr Fragen, Anregungen, Tipps und so weiter, dann schreibt mir einfach einen Kommentar. So, dann bis zum nächsten Video und tschüss.